Mein Name ist Susanne Adler. Ich bin seit ungefähr 35 Jahren als freischaffende Künstlerin in Lübeck tätig. Und ich habe für die diesjährige Jahresschau in der Kunsthalle 5 Radierungen eingereicht und war natürlich sehr begeistert, dass die Jury sich für alle 5 Werke entschieden hat und diese jetzt hier in der Ausstellung hängen, zwar momentan leider ohne Publikum, aber vielleicht dann durch diesen Film doch irgendwie ein bisschen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ich habe mal eine Kupferplatte mitgebracht, das ist nämlich die Ausgangsposition für eine Radierung, eine Kaltnadelradierung in diesem Fall, das ist ein Tiefdruckverfahren. Auf diese Platte wird geritzt und dann im Anschluss bringt man mit der Hand die Farbe drauf. Und es bleibt die Farbe dann in der Vertiefung hängen und auch am Grat. Beim Ritzen gibt es eine Materialverdrängung und es entsteht ein Grat. Das hat zur Folge, dass dann im Druck die Farbigkeit eine leicht malerische Komponente hat. Es ist nicht nur der Strich, sondern es ist auch eine weiche, aufgelöste Kante, eine besondere Qualität der Kaltnadelradierung. In diesem Fall, bei diesem Blatt, vor dem wir stehen, sind 3 Platten verwendet worden, was natürlich heißt, man muss vorher planen, welche Farbigkeiten, welche Platten will man übereinander legen, wie soll der Rhythmus sein, was passt zusammen. Und das Blatt bleibt dann nach dem ersten Druck in der Druckpresse klemmen sozusagen an einer Kante, damit man genau wieder die gleiche Fläche erwischt. Dann wird die Kupferplatte ausgetauscht gegen eine andere und nach 3 Versuchen erwischt man dann, hat man dann die große Überraschung, ob das entstanden ist, was man gerne so haben wollte. Ja, und für die Ausstellung wünsche ich mir natürlich sehr, dass es doch noch eine Chance gibt, für die Gäste hier in die tolle Kunsthalle zu kommen und die Arbeiten analog zu sehen. Das werden sich alle anderen Kolleginnen und Kollegen sicherlich genauso wünschen.